Guten Abend. Im Sommer 1922, also vor 100 Jahren, wurde Georg Kreisler in Wien geboren. Er war ein Genie. Er war ein melancholisches Genie, den die Schatten seiner Kindheit sein Leben lang begleiteten. Und so sind auch seine lustigen Lieder, für die er ja berühmt ist, immer Lieder, in denen man über einen Abgrund tanzt. Georg Kreisler wurde in Wien geboren, aber er sagt von sich, ich bin in Prag geboren, nicht in Wien. In Prag, von Franz Kafka, auf einem jüdischen, nebligen Friedhof. Leben rückwärts gelesen ergibt Nebel. Leben ist Nebel. Nebel ist Leben. Nie im Leben komme ich aus dem Nebel heraus. Manchmal brülle ich in den Nebel, aber die Antwort ist nur Nebel. Aber im März 1938 war der Nebel über Wien plötzlich verschwunden. Die ganze Stadt war ein Hakenkreuz mehr. Dort rum auf der goldenen Himmelsbastei, da sitzt unser Herrgott ganz munter und trinkt ein Glas Wein oder zwei oder drei und schaut auf die Wiener Stadt runter. Wir freuen uns sehr, ab morgen, den 17. Mai, im Theater am Spittelberg um 19.30 Uhr die Revue »Das Blaue vom Himmel« spielen zu dürfen. Es beschäftigt sich mit Georg Kreisler und es feiert seinen 100. Geburtstag. Ich bin mit Ottmar Klein, mit Konstantin Wladigerow und mit Saschko Wladigerow, Saschko Wladigerow, schwierige Namen, unterwegs. Wir spielen von morgen Dienstag bis Samstag jeden Abend hier und die Revue ist absolut sehenswert und ich freue mich auf Sie, wenn Sie kommen. Danke. Der tut, das muss ein Wiener sein, genau wie die liebe Französin. Denn wer bringt dich pünktlich zur Himmelshöhe? Ja, da hat nur ein Wiener das Gespür dafür. Der tut, das muss ein Wiener sein, nur er trifft den richtigen Ton. Schatzerl, hey Katzerl, was sperrst du denn ein? Der Tod muss ein Wiener sein. Und jeder, der Energie tanken will, muss unbedingt hierher kommen, da in den Haus gibt es viel Spirit. Bravo, danke. Österreich wurde deutsch. Für die Familie Kreisler war das ein Todesurteil. Kreislers Vater wollte es nicht zur Kenntnis nehmen. Wien war aus, war zu Ende, alles war vorbei. Man zitterte sich von Stunde zu Stunde. Man hörte von Erschießungen, von Selbstmorden und Verhaftungen. Damals grassierte ein Witz. Ein Witz. Haben Sie schon gehört? Der Kohn hat sich umgebracht. Nu, wann er sich verbessern kann? Ich kann tanzen, doch ich tanze nicht. Ich kann singen, doch ich singe nicht. Ich kann lesen, doch die Tränen in den Augen sind so scharf. Also denk ich, das hat keinen Sinn. Und ich schreibe ein paar Worte hin. Diese Worte träum ich später in der Nacht, was man nicht darf. Ich kann leben, doch ich lebe nicht. Ich kann sterben, doch ich sterbe nicht. Ich kann gehen, doch die Füße sind vom Wandern viel zu schlaff.